In diesem Video möchte ich euch eine coole Sache vorstellen, das ist Therapiesand. Das Schöne an dem Therapiesand ist, dass es kneteartig ist. Das heißt, sobald man keinen Druck auflässt, seht ihr, das rinnt wie ein sehr flüssiger Hefeteig zwischen den Händen. Und sobald man aber das drückt, behält das seine Form. Man hat meistens so eine Kiste, da macht man den Sand rein. Und wenn man das festgedrückt hat, kann man auch Formchen machen, zum Beispiel hier Förmchen reindrücken. Oder es gibt hier Figuren. Und da kann man dann den Sand reindrücken und wenn man diese Figur dann öffnet, öffnest du mal bitte? Nimm mal an. Nee, ich muss stellen, die aber. Nee, stellen Sie, warte, wir stellen Sie hier hin. Hier hinstellen, Alinchen. Ja. So, hier drauf. Öffnen bitte. Und wenn man die Figur öffnet und Druck ausgibt, dann bleibt die so. Mit der Zeit geht sie aber dann kaputt. Wir zerschneiden sie mal und das ist eine lustige Schneideigenschaft. Bitte zerschneiden. Ups. Sieht man, fällt das dann wieder auseinander. Wo ist das andere Messer? Wo ist das andere Messer? Ja. Förmchen gibt es verschiedene. Verlinke ich euch unterhalb. Und den Sand gibt es auch ganz verschieden. Riecht leicht süßlich, ähnlich wie Keksteig. Dass sich Leute beschwert haben, dass es zu unangenehm riecht. Muss man immer beim Hersteller sehen. Aber dieser riecht jedenfalls nicht. Und es ist echt sehr angenehm und sehr lustig. Ja, Indoor-Spielspaß.